Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Civ 6 mit dem Brasilianischen Reich. Wir laufen dem Wissenschaftssieg entgegen. Ziemlich langsam und wir wurden auch schon von einem anderen Mitspieler überholt. Aber ich glaube, wir haben noch ganz gute Chancen darauf. Darum nicht lange schnacken, Kopf in den Nacken, direkt mal eine Runde weitermachen. Den Mitspieler, den ich meine, das ist hier der Araber, der eh schon unfreundlich ist. Der ist in Führung, was Technologien angeht, also die Anzahl der Technologien und die Wissenschaft. Wir sind auch nicht mal knapp dahinter. Die Anzahl an Wissenschaft, die wir pro Runde produzieren, ist leider nur für den dritten Platz etwas wert. Also vor uns sind wirklich hier der Römer und als auch und sowohl als auch der Saladin, der Araber. Wenn wir uns das hier mal angucken, wir sind auf dem dritten Platz. Wir haben 208 pro Runde. Trajan macht 194 und der macht 201. Aha, Leute, ich weiß nicht, ob irgendwie die Heinzelmännchen zwischendurch gezockt haben. Nee, ich glaube nicht. Wahrscheinlich liegt es eher daran, dass es schon eine Weile her ist. Wir haben unsere Wissenschaft ganz gut pushen können. Sogar so, dass wir jetzt langsam wieder aufholen. Finde ich gut. So, darum, wo schicken wir auch unseren Spion hin? Direkt nach Kairo. Oh, stopp, ganz kurz, warum stopp? Was sehen meine Augen hier? Also der Kollege hat schon zwei Raumhäfen. Okay, dann müssen wir den auf jeden Fall nach Kairo schicken, um das zu sabotieren. Aber wir müssen jetzt mal ein bisschen gucken, also bleiben wir mal unserem Kernreich. Ich baue hier einen Raumhafen, also wohlgemerkt, ich baue einen, der Araber. Der hat schon einen, wenn wir hier, oder zwei sogar, wenn wir hier auf den Wissenschaftssieg gucken. Der hat da schon was gemacht, also der hat sogar schon zwei. Hier, das dauert noch 30 Runden. Als nächstes würde ich hier ganz gerne einbauen. Das wird aber auch ein Weilchen dauern. Müssen wir aufpassen. So, Kollege, was machen wir mit Raumhafen? Dauert hier auch ewig. Du brauchst Wohnraum. Wir können jetzt natürlich ein Wohnviertel bauen. Wo würde sich das anbieten? Hier kostet aber ordentlich Asche, die ich nicht ausgeben will. Wir können auch einen Hangar bauen. Ja, Raumhafen, Universität. Was könnten wir sonst noch gebrauchen? Überlegen wir. Wir haben ja hier hinten so eine kleine Enklave gebildet. Ob wir da jetzt extra hier einen Handwerker bauen, den rüberschicken, halte ich für wenig sinnvoll. Gucken wir mal in die Wissenschaft rein, ob wir durch irgendwas einen Heureka-Moment auslösen können. Baut zwei Flugplätze, einen habe ich schon. Siegt ein Jäger, das haben wir schon. Baut zwei Sendezentren, besitzt drei Panzer. Für Panzer brauche ich Öl, das habe ich nicht. Baut eine Aluminiummine. Okay, also da nicht. Ich würde doch einhergehen und gucken, dass ich mein Reich ein wenig aufrüste. Dem fehlt Produktion. Dann bauen wir hier mal einen Hangar. So. Auch hier fehlt natürlich Produktion. Wie können wir das Ganze pushen? Indem wir natürlich ein Industriegebiet bauen oder ein Handelszentrum und hier Händler hinholen. Jetzt habe ich natürlich schon alles zugebaut und möchte ungern irgendwas abreißen. Sondern das meiner Meinung nach hier sogar Marineeinheiten Sinn machen. Bauen wir das hier mal. So, du baust hier Kaffee ab. Finde ich sehr gut. Ne? Das ist nämlich Luxusgut, was wir noch nicht haben. Als nächstes irgendwann Silber, beziehungsweise hier Aluminium. Mal gucken, ob wir hier vielleicht sowas kaufen können. Einen Kornspeicher können wir uns leisten. Den wir jetzt gerade schon bauen. Darum machen wir das jetzt einfach mal. Und als nächstes Produktion. Das Monument und mal ein bisschen Kultur. Obwohl, das können wir sogar kaufen, oder? Das Monument. So, was macht Sinn in Auftrag zu geben? Lasst uns nochmal überlegen. Ein Hafen könnte Sinn machen, aber der würde nur hier Sinn machen. Industriegebiet, klar, könnte man da hinsetzen. Ein Campus, würde hier sogar Sinn machen. Ich brauche aber was? Forschung bin ich ja schon relativ weit vorne. Eventuell ein Handelszentrum. 149, alter Schwede. Also, wird sogar Sinn machen.
Okay, eine Runde, das können wir auch wirklich noch warten. Das heißt, wir schicken den Kollegen hier gleich hin, hier eventuell sogar ein Industriegebiet zu bauen, weil das bringt mir hier alles nichts. Also hier kann ich, also die Stadt, die kann ich wirklich mit Bezirken zupflastern. Fangen wir erstmal an zu bauen. Das passt schon. So, da ich schon länger nicht mehr gezockt habe, will ich nochmal einen Blick auf die großen Persönlichkeiten werfen. Genau, also an dem habe ich ein sehr großes Interesse. Wie es aussieht, obwohl der Araber mehr Punkte für einen großen Wissenschaftler pro Runde produziert, denke ich mal, dass ich vorher da dran komme. Der Abstand ist jetzt auch nicht so groß, was die Punkteanzahl angeht. Ich habe 16,9, er hat 17,5. Das sollte eigentlich drin sein. Und den hier hätte ich eigentlich ganz gerne, weil der gewährt mir Produktion für Weltraumrennenprojekte und ich möchte ja ganz gerne einen Wissenschaftssieg anstreben. Da ist es im Moment noch so, da ist Indien ja ganz vorne. Die produzieren aber nur 6,3 Punkte für einen großen Ingenieur. Ich hingegen 15,9. Also fast dreimal so viel. Spanien ist ja auch zu vernachlässigen, die hole ich sogar ein. Also demnächst sogar ein. Das könnte sogar was werden. Den hätte ich ganz gerne. Machen wir mal eine Runde weiter. Müssen so ein bisschen auch die Siege im Auge behalten. Allen voran den Religionssieg. Nee, Kollege. Also sorry. Das ist mir echt zu wenig, was du hier bietest. Den Religionssieg. Da ist es aber so, da sehe ich uns noch relativ safe. Also zum Erzielen eines Religionssiegs muss eure Religion die vorherrschende Religion bei allen Zivilisationen sein. Also jeder von denen hat gerade erstmal zwei. Also von daher können wir da noch uns relativ sicher fühlen, denke ich mal. Interessanter wird schon bei Kultur. Der Römer, der Arsch, der hat schon 87 Touristen bei sich einlocken, anlocken können, was ganz gut ist. Und um einen Kultursieg einzufahren, muss ich erstmal gucken. Der Sieg wird erreicht, wenn ihr mehr Auswärtstouristen in eurer Zivilisation habt, als andere anderen Zivilisationen Heimtouristen zusammen. Ne? Okay, können auch noch ein bisschen dauern. So, die schicken wir mal hier hin. So, ja, Raumhafen macht jetzt wirklich Sinn. So, und ich baue euch wirklich dahin, weil das Ding brauchte ich echt nicht. So, jetzt schauen wir mal hier. Die Stadt braucht auf jeden Fall Wohnviertel. Die Stadt braucht auch, oh, Produktion geht sogar. Happy ist die noch. Ich würde sogar einhergehen und eine Kanalisation bauen, damit die erstmal ein wenig Wohnraum wieder bekommt. So, was könnten wir hier eventuell kaufen? Oh, erstmal nichts. Okay, gucken wir hier oben auch mal ein bisschen. Vielleicht auch mal ein paar Einheiten wieder pimpen. Den Kollegen zum Beispiel. Weil das muss ich sagen, also diejenigen unter euch, sind nicht viele, die meine Let's Plays von Anfang an verfolgt haben, die haben gesehen, ich habe eigentlich komplett verpennt, auch Einheiten mal aufzurüsten. Und das rächt sich jetzt, ne? Also ich muss jetzt in späteren Zeitaltern relativ viel Kohle ausgeben. Auf einmal, anstatt, sage ich mal, immer so sukzessive, immer so ein bisschen, muss ich jetzt auf einen Schlag viel ausgeben. Das ist echt keck halt, ne? Aber gut, was will man machen? Guck mal, der ist sogar noch hier noch einen Bogenschützen unterwegs. Da kann ich mit meiner Infanterieeinheit theoretisch sogar aufräumen. Muss mal gucken, ob man mit denen nicht sprechen kann, dass der einfach mal seine Truppen zurückzieht, weil das ist schon hart nervig, sag ich mal. Die Stadt hier unten vom Inder, die geht mir eh hart auf die Eier. Wie kann man da noch eine Stadt gründen? Das ist unfassbar. Muss echt nicht sein. Naja, egal, solange wir gewinnen, soll es mir recht sein. Im Moment sehe ich das Ganze noch nicht so, ehrlich gesagt, weil bis unsere Häfen, hier Raumhäfen, fertig sind, wird noch einige Zeit ins Land gehen. So. Ja, gut, der hat meinen Spion entdeckt. Ja gut, ich habe relativ viele Kanalisationen gebaut, dadurch habe ich hier den Inspirationsmoment ausgelöst. So, du bleibst erstmal verschanzt. Du baust hier noch eine Eisenmine. Das ist schön, jetzt haben wir Eisen angebunden. Also die Stadt hat sich echt gelohnt, sag ich mal. Zwei Luxusgüter schnell angebunden. Mega, mega geil. So, was machen wir mit dir hier? Wunder hätte ich eigentlich Bock drauf, aber die sind irgendwie alle scheiße. Ich hätte eigentlich hier Alhambra mit Militärpolitikplatz. Den hier muss auf einen Hügel neben einem Berg gebaut werden. Oh, habe ich wirklich nicht.
So, was braucht die Stadt? Wohnviertel wäre nicht schlecht. Wo wird sich das anbieten? Da, da. Alles nicht so geil, ne? Ich könnte hier eigentlich auch mal ein bisschen ausbauen. Gucken wir mal hier hin. So, du gehst natürlich zu Fuß. Ah, hat er sogar geschafft. Perfekt. Was habe ich denn geklaut? Lasertechnologie. Sehr schön, sehr schön. Das freut mich. Das freut mich. Eine Runde weiter. So. Gesamtsieg, ja, dritter Platz. Ich weiß. So, gucken wir uns mal die Technologien an. Also ich habe 102. Der Araber 116. Alter Schwede. Der Römer 112. Also, wenn ihr euch erinnert, ich war deutlich vor dem Römer. Deutlich, möchte ich mal sagen. Der hat krass aufgeholt und mich krass überflügelt. Können froh sein, dass er nicht auch noch dem Wissenschaftssieg entgegenstrebt. Also sonst hätten wir echt ein Problem. Das Gute ist aber jetzt, dass wir von der Wissenschaft deutlich mehr produzieren als die anderen. Der hat 200, 186, 209. Auf lange Sicht würde ich die einholen. Das Problem ist, wir haben gar keine lange Sicht mehr. Also das Spiel geht jetzt in die heiße Endphase rein. Ja. So, Politik ändern macht Sinn. Unterhaltskosten reduzieren finde ich immer geil. Goldertrag, das lassen wir auch, das lassen wir auch. Lassen wir auch. Ja, die steht. So, dich schicken wir jetzt tatsächlich mal in unsere Hauptstadt, um da mehr Produktion zu generieren. Du beschaffst erstmal ein paar Quellen und klaust dann da erstmal. So, ja, was können wir mit dir machen? Ich hätte ja gern schon diese Aluminiummine. Das kostet allerdings relativ viel Asche. Zwei Runden. Du, ganz ehrlich, dann warten wir die zwei Runden. Den können wir aber schon mal dahin schicken. Dann bauen wir gleich die Aluminiummine. Und die löst nämlich hier das Heureka-Moment aus. So, jetzt müssen wir mal gucken. Was hätten wir denn gern? Was sind denn schöne Gebäude oder Wunder? Also ich hatte ja gesagt, wir sollten straight auf diese Module gehen, die wir für einen Wissenschaftssieg brauchen. Ich würde ganz gerne aber eigentlich noch das hier einschieben. So ein Kraftwerk. Das machen wir auch. Und eine Runde weiter. Weil die Module, die brauchen auch unglaublich viel an Produktionskapazität. Also die Module, die ich für den Wissenschaftssieg brauche, weil ich da eigentlich gerne ein paar Gebäude bauen würde, um das Ganze da von der Stelle ein bisschen zu pushen. Ne? So, zwei Häfen. Ich glaube, mehr werde ich auch nicht bauen oder mehr werde ich auch nicht schaffen zu bauen. Sonst wird das zu knapp auf den letzten Metern zum Sieg. Also kann ich dem nicht mal sagen, dass der irgendwie hier siedelt nicht in der Nähe meiner Städte. Ja, genau. Geh mal weg. Brauch dich nicht. Ich will dich nicht. So. So. Dich. Ja, ich ziehe jetzt natürlich aus den Städten viel ab, aber dich schicke ich jetzt mal nach, ich glaube, Sao Paulo war es, genau nach Sao Paulo, um da auch wieder Produktion zu generieren. So, du holst dir mal schön hier noch ein bisschen Produktion ab. Ja, immerhin. Habt ihr gesehen, von 30 auf 28, zwei Runden. Es wurden Kriege erklärt. Ihr habt ein Casus Belli für einen Kolonialkrieg gegen Harald Hardrade. Ja, okay, weil der wahrscheinlich irgendwo gesiedelt hat. Ich will aber eigentlich keinen Krieg. Genf. Oh, ich dachte, ich wäre hier noch so zu rühren. So eine Scheiße. Den will ich wieder haben. Das brauche ich. Handelsweg entsenden. So weit komme ich aber nicht. Souverän-Status verloren. Ja, es ist gerade passiert. Du wartest hier noch eine Runde. Ja, den brauche ich halt, ne? Ja, man kann vielleicht gucken, dass man. Ja, ich versuche es gerade wegzuklicken. Entschuldigung. Dass man von hier einen Handelsweg entsendet. Das könnte sogar Sinn machen. Müssen wir gleich mal gucken, ob wir einen frei haben.
oder irgendwie nur einen Handelsbezirk bauen, einen Händler dahin schicken und das machen. Dann hätte ich nämlich einen Vorsprung und bei den nächsten Gesandten, die ich bekomme, die schicke ich dann da rein. Wäre ganz geil. Aber das ist jetzt erstmal nur Wunschdenken. So. Reich gedeiht soweit. Ich will jetzt aber mal ein paar Fortschritte auf dem Weg zum Wissenschaftssieg machen. Also, was man vielleicht auch ein bisschen hätte anders steuern können oder machen können, man hätte eher in eine kriegerische Phase mit dem Araber gehen können. Ich hatte aber keinen Bock einfach auf einen Krieg und ihm diese Stadt hier abluchsen. Die ist halt brutal geil. Der hat da schon zwei Wunder gebaut. Die wächst, die hat Produktion. Also die ist mega. Also hier, wenn ich das richtig sehe, das müsste auch der Raumhafen sein. Also einfach nur geil. So, hier holen wir nochmal ein bisschen Produktion hin. Ja, geil. Von 25 auf 23 gesenkt. So. Was ist denn hier? 6 Runden. Boah, das war mir ehrlich gesagt ein bisschen zu lange. Können wir hier irgendwas bauen? Na komm, dann brauchst du hier. So. Und du brauchst hier eine Aluminiummine. Heureka-Moment ausgelöst. Sehr schön. Und ich weiß noch nicht, also wie wir die Felder hier bewässern können. Da habe ich jetzt auch noch kein Mittel gefunden. Das ist halt scheiße bei Wüstenfeldern. Es gibt ein Wunder, das ist die Petra. Da werden Wüstengeländefelder, sag ich mal, fruchtbarer gemacht. Die generieren dann Produktion und Nahrung. Aber das Wunder, das kriegt man, glaube ich, schon in der Antike oder Mittelalter. Das ist schon gebaut worden. Also von daher keine Option mehr. Ich habe wieder einen Spion getötet. Das finde ich gut. Die sollen mich auch nicht ausspionieren. Finde ich scheiße. Wenn sie ihre Scheißspione wiederhaben wollen, dann müssen sie ordentlich blechen. So. Gucken wir mal. Ist auch geil, dass ich immer noch nicht alles erforscht habe, ne? Also erkundet habe. Da bin ich echt ein Pimmel, ne? Also machen wir uns nichts vor. So. Dich schicken wir nach Homs. Raketentechnikstelle, ja. Müssen wir mal gucken, oder? So. Nochmal ein Blick auf die Persönlichkeiten. Okay, also den habe ich safe. Da wird nichts passieren. So, und ihr seht, ich hole ihn ein, ne? Also, ich habe Spanien schon überholt, jetzt gerade frisch. Und den kriege ich auch noch. Yes, also das freut mich tierisch. Dauert hier auch nicht mehr zu lange. Okay, also, was die großen Persönlichkeiten angeht, das passt soweit. Also, dadurch, dass wir relativ viele Bezirke haben, also sowohl Campusbezirke, die Wissenschaft generieren, Handelszentrumbezirke und Industriebezirke, generiere ich unglaublich viele Punkte für große Persönlichkeiten. Und da habe ich natürlich denen was voraus, außer bei Wissenschaft. Das könnte ein Tacken besser sein, sage ich mal. Ja. Aber soll uns eigentlich gleich sein. Bin froh, dass der Araber nicht so ein großes Reich hat. Also er hat wirklich nur 5 Städte. Also hätte er da mehr gegründet, wäre da mehr gekommen, dann hätte wirklich, ich glaube, dann würde ich mich auch schwerer tun, ihm so ein bisschen Einhalt zu gebieten. Im Moment sieht es ja noch ganz gut aus. 193, ich mache noch 179, ja. Weil ich, ganz kurz, warum jetzt weniger? Ich habe natürlich den Stadtstaat verloren, er hat den bekommen. So wird natürlich ein Schuh draus. Also bin ich hier wieder ein bisschen runtergerutscht. Das heißt, Ziel muss es sein, schnell wieder den Suzerain-Status zurückzubekommen. So, in welche Richtung gehen wir? Ich würde sagen, wir gehen hier hin. Und dann als nächstes dorthin. So. Und du machst jetzt mal Folgendes. Obwohl, Händler kann ich gleich kaufen. Ich habe so viel Asche. Wir pushen die Stadt jetzt erstmal. Wir bauen schön die Hafensachen hier aus. So. Und jetzt probieren wir mal Folgendes aus. Was kostet denn hier ein Händler? 260. Na gut, dann warten wir die 2 Runden. Kaufen hier einen Händler und versuchen, den hier nach Genf zu schicken. Das ist doch mal eine Idee. So, welche Stadt ist denn unglücklich? Die Stadt ist unglücklich? Wie kann das denn sein? Ja, die hat 2 Luxusgüter angebunden, aber die wurden wahrscheinlich anders verteilt. Ja. Das ist schlecht, weil gerade die Stadt, die muss ja jetzt wachsen, ne? Die Stadt muss wachsen. Also ich muss den Status hier bei Genf zurückkriegen. Also da
Da führt jetzt kein Weg dran vorbei, weil die von denen bekomme ich Jade. Und Jade ist ein Luxusgut, was ich nicht habe und unbedingt benötige. Hier unten seht ihr, Jade ist ein grüner Drache, den habe ich leider nicht. Und den brauche ich dringendst. Wirklich dringendst. So, gut, hier fehlt Wohnraum, aber da brauchen wir ja Wohnviertel, das passt soweit. So, ich glaube 200. So, du klaust hier, soweit es geht. Ich glaube, bei mir wurde jetzt geklaut, heißt das, ne? Ne, das war bei mir. Mein Spion war erfolgreich. So, Händler. Nächste Runde schicken wir den. Hoffentlich können wir den nach Genf schicken, sonst schicken wir den nach Hause, damit die Stadt Nahrung und Produktion bekommt. So, das klicken wir mal hier alles weg. Das war auch schade bei alten Siedlerteilen. Siedlerteilen, Entschuldigung, falsches Spiel. Bei anderen Civ-Teilen war es so, wenn man eine Runde weitergemacht hat, dann wurden die Sachen ja automatisch weggeblendet. Also bei Beyond Earth war das meines Wissens nach noch so. Nochmal auf den Wissenschaftssieg gucken. Okay, Erdsatellitenstadt hat er ja schon durchgeführt. Und die entsprechende Technologie auch erforscht. Gut, da müssen wir jetzt mal ein bisschen fluxer sein. Also noch habe ich keine Panik. Also ich habe auch schon Spiele gespielt. Da war es tatsächlich so, dass der KI-Spieler schon hier kurz vor dem zweiten Pinöppel war und ich noch gar nichts hatte und ich trotzdem Wissenschaftssieg eingeholt habe, weil die irgendwann aufhören, vielleicht zu dumm sind oder sich im anderen Sieg verschreiben. Das könnte natürlich in dem Spiel jetzt meine Chance sein, aber da müssen wir natürlich auch ein bisschen hinterher sein. Ne? Ein bisschen muss da noch passieren. So. Ich kann ihn nach Seoul schicken. Aber nicht nach Genf. Ey, ich werd bescheuert. Wieso kann ich den denn jetzt... Ah, wahrscheinlich, weil ich das hier nicht sehe. Dann probieren wir doch mal Folgendes aus. Wir warten noch. Also meine Vermutung ist, warum kann ich den hier nicht hinschicken? Weil ich das hier noch nicht erkundet habe. Das probiere ich gleich mal aus, ob es daran liegt. Warum überspringe ich dich noch eine Runde, Kollege? So, und du brauchst hier eine Werft. Seehafen. Oh, Kraftwerk. Auch geil. Auch geil. Oh, ein Kraftwerk. Ich glaube, weil zwei Kraftwerke gab es irgendwie auch in Heureka. Moment. So, Runde weiter. Also ich hoffe, es lag daran. Also, dass ich hier nur nicht die Landverbindung sehe. Weil... Küsten sind... Oh, komm. Du kommst mit deinem Pups-Galeeren aus Holz. Ich habe hier schon Kriegsschiffe. Also die fegen dich weg. Ja, ganz vorsichtig, Kollege. Also hier natürlich aufpassen. Der hat zwar jetzt die stärksten Einheiten, aber ich habe hier halt, boah, wie ihr seht, gar nichts. Mal gucken, vielleicht gleich mal hier irgendwie so eine Feldkanone oder Maschinengewehr kaufen, wenn ich es bauen kann. Also ich sag mal so, das reicht auch aus, ne? Und ich glaube, ab einem gewissen Zeitalter kann man oder braucht man auch keine Stadtmauern mehr bauen. Da können die Städte automatisch schießen, das passt schon. Für etwas zu sterben. So. Dich. Also wir schicken jetzt alles wirklich in unsere Städte, die Raumhäfen und Co. bauen. Also dich schicke ich auch mal nach. Ne, du kommst nach Rio. So, du beschaffst erstmal ein paar Quellen. So, jetzt mal gucken, ob es wirklich das war. So, also jetzt... Also ich habe das schon mal mit dem Erkunder erkundet. Ich kann immer noch nicht hin. Scheiße. Ach Leute, das macht mich gerade fertig. Wieso kann ich denn da nicht hin? Der kann doch übers Meer. Und der ist ja auch nicht zu weit weg. Ach Leute. Warum? Okay, dann überlegen wir mal. Was brauchen wir? Die Stadt braucht Produktion. So, wenn ich hier einen Handelsweg entsende nach Hongkong. Hongkong hat keinen Souterrain. Wird von vielen Nationen beeinflusst. Ich würde noch einen dazu bekommen. Das bringt mir aber erstmal nichts. Erst bei dem dritten. Aber ich kriege ordentlich Kohle und die Stadt kriegt auch noch Produktion. Ich brauche aber eigentlich Nahrung. Valletta kann mich mal.
Ja, komm, schicken wir dich hier hin. Und noch die Quest erfüllt. Bin zwar nicht so ganz zufrieden mit, aber naja. So, schauen wir mal weiter. Was macht Sinn? Was macht Sinn? Satellitentechnologie habe ich schon. So, dahin. Also, das ist schon mal gepusht. Uran würde ich gern sehen. Atombomben ist nie schlecht, aber ich... Maschinengewehr wird auch Sinn machen. Pass mal auf, wir gehen jetzt erstmal schön in die Richtung. Warum Maschinengewehr? Warum bin ich gerade so ein bisschen überlegen? Also ich kann meine Feldkanonen, ich habe ja einige davon, gut, hier ist immer noch eine Armbrustschütze, schlechtes Beispiel, aber hier oben, könnte ich dann zu einem Maschinengewehr aufpimpen. Das Problem ist, Maschinengewehr kann nur ein Feld weit schießen, was ich ziemlich kacke finde eigentlich. Aber ist halt eine stärkere Einheit. So, was bauen wir hier? Was bauen wir hier? Universität? Nee. Wir bauen noch ein Kraftwerk. So, und hier bauen wir so was. Okay, wird schon langsam knapp. Schönes Wunder haben wir natürlich nicht. Vielleicht mal ein paar Einheiten. Wird das Sinn machen? Oder auch ein Kraftwerk? Produktion ist ja nie schlecht, ne? Raumhafen dauert ewig. Komm, wir bauen hier auch ein Kraftwerk. So. Ach, die Stadt ist jetzt auch unhappy. Mal gucken, ob wir da mal einen Straßenkarneval oder so durchführen. Ein bisschen Samba tanzen. Da sind sie meistens ja ein bisschen glücklicher. So, nochmal ein Blick auf den Sieg. Ja, wir müssen da ein bisschen was machen. Ne, also es steht und fällt mit den Raumhäfen. Das Schöne ist, ich bin dann produktionstechnisch relativ gut ausgestellt und ich kriege hier auch den Ingenieur, den ich dringendst brauche eigentlich, um die Raumhafen oder die Raumprojekte zu pushen. Plus mein großer Wissenschaftler, den ich in ein paar Runden haben werde, der löst alle Heureka-Momente im Informationszeitalter aus. Der bringt mich auch nochmal richtig nach vorne. Also ich vermute, also ich glaube, es geht in die richtige Richtung. Next Steps müssen definitiv sein. Ich muss von Genf definitiv wieder Souterrain werden. Ich werde die nächsten beiden Gesandten natürlich hier reinschicken. Dann klaue ich ihm das wieder. Ich brauche nämlich die Wissenschaft und ich brauche auch das Luxusgut von Genf. Plus ich klaue es ja dadurch auch dem Araber. Und dann müssen wir halt zielgerichtet auf unseren Wissenschaftssieg losgehen. Ich glaube, da sind wir aber ganz gut gewappnet für. Ich hoffe, mein Let's Play hat euch Spaß gemacht. Falls dem so ist, abonniert gerne meinen Kanal. Ich freue mich auch immer über Feedback und konstruktive Kritik. Ich sage bis zu einer nächsten Runde Civ 6. Auf Wiederschauen.